Leute, was geht ab zu einem neuen Video oder Experiment hier auf dem Kanal von Killertyp. Und ja, heute seht ihr es, wir sind in FIFA. Und also eigentlich EAFC? Ja, auf schlau gesagt. Auf und richtig gesagt? Ja, und wie ihr es gesehen habt, es ist irgendeine komische Tabelle da. Nämlich mit ganz vielen komischen Mannschaften, die gar nicht zusammengehören. Ja, wir haben uns entschlossen, oder heute wurde das eigentlich weiter beschlossen, dass die Super League gegründet wird. Ja, genau. Also es wurde jetzt gerichtlich ist durchgesetzt worden. Super League kommt und wir wissen bis jetzt, insgesamt soll die Super League mit 64 Mannschaften gefüllt werden. Ganz genau, wie der Ablauf ist, ist noch nicht klar. Aber wir haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt ein ganz interessantes Experiment. Und zwar, wir machen jetzt eine eigene Super League. Und zwar eigentlich drei Super Leagues aufgebaut. Also ein dreiklassiges System. Und haben jetzt einfach einmal drei Ligen erstellt. Und in diese drei Ligen 64 Top-Teams aus Europa. Da kommt noch eine Überraschung auf euch zu. Aber dazu später. Ja, in Liga 1 gibt es eine kleine Überraschung. Im dritten Video von dieser Serie. Ganz genau, weil da haben sich noch zwei Mannschaften eingekauft. Aber das werden wir dann später eben besprechen. Ja. Heute starten wir eben mit Teil 1. Der dritten Liga. Ganz genau. Wir haben hier schon die Tabelle im Blick. Ich würde einfach mal durchgehen, ohne was zu sagen. Außer zu irgendwelchen wichtigen Vereinen. Grundsätzlich sieht man es ist hier wirklich bunt gemischt. Es sind einige Vereine dabei, die international schon große Erfolge gefeiert haben. Oder auch in der Liga. Aston Villa. Zum Beispiel. Eben auch Mannschaften, die man vielleicht nicht so im Radar hat. Wie Lech Posen oder Ferencváros Budapest. Da jetzt an 10. Stelle. Ja, wird man sehen, wie was das Ganze abläuft. Warte, bevor wir zum Favoriten kommen, noch kurz zum Ligasystem. Wir haben eben die Liga 3 mit 24 Mannschaften gefüllt und haben in dieser Liga jetzt drei Mannschaften. Die Top 3 steigen fix auf. Der vierte Platz spielt dann Relegation gegen den viertletzten aus der zweiten Liga. Okay? Der 16. Wenn du es richtig gerechnet hast, sollte es der 16. Aus sein. Der zweiten Liga. Ja. Der 17. natürlich. Ja, großartig. Sind jetzt der 17. Ja, eben. 20 ist letzter. 19, 18 steigen ab. 17. Okay, also jetzt haben wir es mathematisch auch noch einmal bewiesen. Und jetzt gehen wir das Ganze gleich an. Mein Favorit in der Liga 3 hier ganz klar eine englische Mannschaft. Nein, es sind zwei englische Mannschaften. Es ist West Ham und Aston Villa. Ich lege mich hier fest. Mein Tipp ist West Ham. Sind zwar nur 4 Sterne Ranking, aber ich sehe West Ham doch ein bisschen weiter vorn, weil sie eine meiner Meinung nach stärkere Mannschaft haben und auch ein bisschen schneller unterwegs sind. Okay. Das ist mein Tipp. Zum Aufstieg, was sagst du? Mein Tipp ist Aston Villa. Okay. Einfach so. Perfekt. Das war eine super schöne Erklärung. Jetzt werden wir mal ein bisschen durchsimulieren und sehen uns dann später wieder. Bis gleich. Leute, wir sind gerade einfach in der Simulation auf einmal. Aston Villa 6-2 gegen Union. Oha, wir sehen uns dann gleich beim Mittelfeld der Tabelle. Ja Leute, Halbzeit der Liga, das sind die unteren Plätze. Ja, wir sehen ganz unten Rosenborg und Lech Posen. Basel auch. Das ist Steaua Bukarest aus Rumänien. FCSB? Ja, ist Steaua Bukarest. Wieder was dazu gelernt. Vertreter von Österreich, Sturm Graz an 20. Stelle. Was absolut überraschend ist, ist an 18. Stelle. Glasgow Rangers, relativ schwach. Und noch heftiger finde ich an 17. Stelle Bergamo. Die haben ein
4,5 Sterne Rating und die sind nur an 17. Stelle. Also das schon sehr überraschend. Ich glaube, Champions League Vertreter eigentlich zum Teil. Ich glaube trotzdem, ja, Kiew, okay, aber ich glaube trotzdem, Bergamo wird jetzt in der zweiten Saisonhälfte noch ein bisschen umdrehen. Dann 10. Platz? Mindestens. Sag ich, die gehen noch weiter rauf. Aber okay, schauen wir. Florenz bin ich auch enttäuscht eigentlich. Florenz auch eigentlich relativ schwach mit 31 Punkten nur an 13. Stelle. Ja, weiter. Sporting. Mhm. Dynamo Zagreb. Young Boys. Für mich ein bisschen überraschend. Was? Young Boys eigentlich relativ stark performt. Sieht man aber auch. Okay, und da stimmt vielleicht meine Einschätzung gar nicht mehr, dass Bergamo, die sind 16 Punkte schon hinter Platz 10 zurück. Der ist eigentlich ein Riesenabschluss. Ja, das, da müssen sie jetzt echt Glück haben. Also das dann fast nicht mehr möglich, meine Stadt Prognose. Ja. Überraschungsteam aus Ungarn an 8. Stelle mit 40 Punkten. Da Gladbach eigentlich, hätte ich schon besser eigentlich. Hätte ich auch stärker eingeschätzt, aber okay, die haben ja auch gegen Sturm Graz zu Hause 2-0 verloren, haben wir in der Simulation gesehen. Olympique Lyon, die waren auch eine Zeit lang Tabellenführer, ja. Die haben unglaublich stark begonnen und dann haben sie ganz viele Niederlagen kassiert. Dein Tipp? Mein. Ja, jetzt. An 5. Stelle, aber natürlich noch, glaube ich, alle Chancen. Dann sind wir Union Berlin. Ja, das ist der Verein, den wir jetzt ausgesucht haben für die Simulation. Ich sag, die steigen auf. Dein Tipp, du glaubst, dass Union aufsteigt. Okay. Feyenoord, für mich sehr, sehr überraschend. Wo ist jetzt West Ham? Erster oder Zweiter? Ich tipp auf Zweiten, ich weiß nicht. Ja, West Ham, aber Punkte gleich mit Feyenoord. Und Real dann Real Sociedad. Ja, 4 Punkte vorn. Real ist der einzige Champions League, der. Na, Union. Ja, die sind halt ausgestiegen. Achso, ja, von dem hast du recht. Okay, das ist jetzt die Tabelle. Ich tue jetzt nochmal alles durchgehen, dass ihr es euch genauer anschauen könnt. Wir machen die Geschichte so, wir werden ein bisschen weiter simulieren. Fast zum Ende, bis zu den letzten genau, und drei, wir, vier Spieltage. Ja, wir schauen dann wahrscheinlich so 4, 5 Spieltage, werden wir dann reinschauen, einmal so kurzen Zwischenstand noch. Ja, perfekt. Dann simulieren wir jetzt weiter, bis dann. Ja Leute, vielleicht habt ihr es schon gesehen, 41 Spiele haben wir jetzt schon gemacht und wir zeigen euch jetzt noch die letzten Plätze, halt die obersten Plätze, die halt aufsteigen. Es ist unglaublich knapp alles, ja. Wir sind ja 5, 6 mit 72 Punkten, Feyenoord und Olympique Lyon, dann am 4. Stelle Union Berlin. Mit 76, dann kommt mein Tipp West Ham mit 80, dann Aston Villa mit 81, also das ist dein Tipp, ja. ganz knapp, und Sociedad, die eigentlich, glaube ich, fast Meister sind, also ja, die bei den 5 ausstehenden Spielen nur mehr 9 Punkte, also es war so unglaublich knapp, auch unsere Teams waren schon so knapp an Sociedad dran. Aston Villa war aber auch urweit hinten und dann haben sie. Und jetzt ist aber wieder. Die Torjäger müssen wir uns noch anschauen. Die Torjäger werden wir dann erst zum Schluss machen, oder? Okay, dann simulieren wir jetzt einfach weiter. Oh. Ja, wichtig. Dreh mal rein. Komm. Ja, wichtig. 3-2. Trimmel. Ja, bei Union geht es halt auch jetzt wirklich. Okay, Aston Villa hat wieder gewonnen. Geht es jetzt wirklich noch darum, Relegationsplatz. Jetzt ganz, ganz spannende Partie. West Ham schon wieder verloren bei mir. Oder war nur unentschieden? Komm. So, 1-1 bei Union gegen Aston Villa. Win-win-Situation. Wie schaut das jetzt aus? So, also bei West Ham geht bei mir überhaupt nichts mehr weiter. Könnte ich die noch aufhören, ja. Es sind noch 2 Spiele. Ja, aber es 4 Punkte ist schwierig. Mhm. Aber gut, ja. Letzte Runde. Und der West Ham hat verloren. Also das ist jetzt wirklich jetzt, alles möglich. Jetzt ich könnte jetzt nochmal raus. Du hast auf jeden Fall
die Runde gewonnen. Dein Team ist auf jeden Ja, Fall vor mir. das stimmt. Und oh mein Sociedad Gott, marschiert da einfach ganz gemütlich zum Titel. obwohl die 3 Niederlagen haben. Zwei Runden, Entschuldige, Ah, jetzt sind es zwei noch zwei Runden Runden. noch. Zwei Runden Yes, sind es noch. kannst du noch durchkommen ohne Relegation. Schauen wir mal. Komm jetzt. Aber ich glaube, ich habe halt die leichteren Gegner. Warte. Okay. Bist du jetzt nicht gewählt? Böse. Hast du verloren? Also Ist du klar. bist auf jeden Fall weiter. Ich bin sicher jetzt mal am Relegationsplatz. Weil Wir werden jetzt auf jeden Fall die letzte Partie, letzte schon? Ja, ja, gut. ist die letzte, wir simulieren es und schauen uns dann gleich an, wie es in der Tabelle ausschaut. Was dann? 3, 2, 1. Bitte, letzten Spieltag zu Hause gegen Sporting. Ich hoffe jetzt, Boah, böse Niederlage. dass du auf Relegation bist. Komm. Haben wir eine Ja, ihr kleine. habt Ja, gewonnen. wir zu Hause gegen Dinger Zagreb. Okay, jetzt schauen wir uns schnell die Tabelle Ja, an. passt. Wir gehen ganz nach unten. Also von unten bis May, die waren auch die Mannschaften relativ ähnlich zur Halbzeit. Sturm Graz an 21. Stelle. Also eigentlich nichts Besonderes. Auch was ich gemeint habe mit Bergamo, Bergamo, die sind die weg sind einfach. vom 17. Platz auf jeden Fall ein bisschen nach vorn gewandert. Schauen wir mal, wie weit. Es waren dann doch, okay, 13. Ja, da. So. Also nicht 10. geworden, aber. Überraschungsteam für mich, Ferencvaros mit am 10. Platz. Und Florenz, das wir auch ein bisschen kritisiert haben, sich auch ein bisschen gesteigert Ja, auf und 9, aber trotzdem eigentlich Gladbach war enttäuschend. doch siebter, glaube ich, oder? Wird auch irgendwo im Mittelfeld gewesen sein. Du hast auch gemeint, eigentlich Gladbach Müsste doch müsste eigentlich sein. eigentlich auch ein bisschen höher sein. Okay. Passt. Olympique Lyon. Sporting. Die waren eigentlich doch urweit Die hinten. war eigentlich auch wieder relativ Die stark waren doch fast aufgearbeitet. letzter. Na, letzte waren die, glaube ich nicht. Okay. Fernand. Und dann, das können wir dann Genau, eh. West Ham, also das heißt, 100 Punkte. Sociedad als Meister, dann Aston Aston Villa Villa. und Union. Union als Dritter und West Ham muss als Vierter in die Relegation. Und wir werden nach der nächsten Folge, werden wir dann wissen, gegen wen West Ham West Ham in der Relegation um den Aufstieg Aufstieg in die. ins nächstjährige Ja. zweite Liga dann. Passt, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, die. Ganz kurz, wir haben natürlich wieder darauf vergessen, die Torschützen. Perfekt, ich wollte schon Ja, ich abmoderieren. weiß, deswegen schnelle Das sind Unterbrechung. die. Damit die Top-Torschützen Sogar mit, Geraldo Becker. ja, an fünfter Stelle dann Alexandre Lacazette von Olympique Lyon. Einer deiner Lieblingsspieler, Kubo Ja, von Real gutes Sociedad, Talent auf jeden Fall. 25 Tore, ganz stark. Ich weiß gar nicht, welche Position spielte der in Game, Rechts, rechter rechter Flügel, Flügel, ja. cool. Watkins von Aston Villa mit Und dann 26. Überraschung. Ja, Petkovic von Dinamo Die Zagreb. waren doch 11 oder so. Ja, trotzdem 27 Tore in 40 Partien, nicht schlecht. Und dann Und schau dir die Torverlagerung. Torvlagen an, Kubo, Top Assistgeber. Aber auch Juranovic von Berlin. Aha. Top-Torhüter Remiro, das habe ich mir schon fast gedacht, weil Sociedad eben so stark performt Aber hat. schau, Ronno von Berlin ist auch Sechster. Ja, sehr stark, sehr Ja. stark. War auf jeden Fall, finde ich, ein cooles Experiment. Bin Ja, schon und gespannt, wie es auf die Folge 2 zweite weitergeht. Liga. Ja, lasst ein Like da und dann tschüss.